Ein Milchviehstall in Bayern. Den Kühen scheint's gut zu gehen. Doch wer kontrolliert das? Zum Beispiel der Milchprüfring, Vertragspartner des Freistaats Bayern und der Molkereien. Schorsch Neumüller besucht einen Hof in der Nähe von Erding. Los geht es in der Milchkammer. Pflicht ist ein geschlossener Raum, leicht zu reinigende Oberflächen und ein Schloss. Meistens hapert's an der Hygiene. Weil halt mit Stahlstiefeln hier reingegangen wird und es ist halt dann nicht so sauber, wie es eigentlich sein sollte. Aber da ist ja wirklich sonst nichts da. Es ist natürlich eine neue Milchkammer. Klar, was da fehlt, ist jetzt nur das Schloss. Eine weitere Station, der Melkroboter. Neumüller fragt nach, was mit der Milch passiert, die nicht für die Molkerei bestimmt ist. Also zum Beispiel von Kühen, die Medikamente bekommen. Außerdem muss auch hier die Hygiene stimmen. Die sogenannten Zitzenbecher müssen sauber sein. Ein leichter Verschmutzungsgrad gibt es im Roboterbereich immer, weil ja die Kühe so reinkommen, wie sie im Laufbereich unterwegs sind. Außerdem kontrolliert Schorsch Neumüller, ob das Futter ordentlich gelagert ist und schaut sich die Tiere an. Laut Neumüller der Kernpunkt einer sogenannten QM-Kontrolle. In der Regel beauftragen Molkereien diese Kontrollen. Alle 3 Jahre ist Pflicht. Aber der Bauer kriegt eine Woche vorher Bescheid. Genug Zeit, um Mängel zu beseitigen? Tierschutzprobleme kann man in der Zeit sowieso nicht lösen. Das geht nicht. Also eine defekte Aufstellung in der Zeit reparieren, wenn man Ersatzteile braucht, das funktioniert eh nicht. Das ist immer sichtbar. Und der Tierbestand an sich, Verschmutzungsgrad oder schlechter Ernährungszustand, der ist auch in einer Woche nicht behebbar. Anderer Hof, andere Kontrolle. Hier macht die Amtstierärztin eine Stichprobenkontrolle in der Nähe von Pöttmes im Landkreis Eichach-Friedberg. In der Regel unangekündigt. Es funktioniert oft relativ gut. Also, ja, man muss halt erst mal schauen, wie die Leute drauf sind und vielleicht langsam anfangen, dass sie ein bisschen, dass dann merken, so schlimm ist gar nicht die Kontrolle und das läuft schon irgendwie. Aber es gibt natürlich auch Leute, die uns nicht in den Stall einlassen oder die uns vom Hof schmeißen, gibt es auch sehr selten. Bei den meisten passt es dann schon. Die Prüfung läuft ähnlich ab wie bei Schorsch Neumüller. Zusätzlich kontrolliert sie jedes Tier, jede Ohrmarke wird abgelesen und mit der Datenbank abgeglichen. Auch im Laufstall. Ein kurzer Punkt und das war's. Kann sie da wirklich den Gesamtzustand des Tieres bewerten? Also da hat man einen Blick dafür. Man schaut natürlich das ganze Tier um, man schaut die Klauen um, man schaut einfach den Gesundheitszustand von der Kuh, den Ernährungszustand. Man sieht das soweit. Bei der Stichprobenkontrolle prüft die Ärztin außerdem die Dokumentation. Gecheckt werden alle Betriebe, die EU-Fördergelder erhalten. Würde sie sich für die gesamte Kontrolle mehr Zeit wünschen? Eigentlich nicht. Ich darf mir wünschen, dass wir in mehr landwirtschaftliche Betriebe reinkommen. Weil es sind bloß mindestens 1% der Prämienantragsteller, die ausgewählt werden, jedes Jahr für eine CC-Kontrolle. Und das ist halt sehr wenig. Und ansonsten kommen wir selten in landwirtschaftliche Betriebe. Zu viele Betriebe, zu wenig Personal und zu wenig Kontrollen. Hier gibt es offensichtlich noch Handlungsbedarf.